Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Universum. So, wir machen uns das mal zu unserer kleinen Stadt. Ja, in der letzten Folge habe ich ja hier das Lager gebaut, dieses Wirtshaus und mich so ein bisschen um die Wasser- und Nahrungsversorgung allgemein gekümmert. Ja, was mache ich diese Folge? Klar, erstmal müssen wir forschen. Ja, wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen auf die Forschung warten. Die Landwirtschaft ist ganz, ganz wichtig, weil das im Prinzip so die erste wirklich autarke Lebensmittelversorgung ist, sage ich jetzt mal. Weil es würde klar sein, dass die Fische irgendwann mal abgefischt sind. Dann gibt es halt keine mehr. Hier liegt jetzt natürlich ordentlich was an Nahrung rum. Das ist auch sehr gut so. Und es sind auch schon noch ein paar Fische vorhanden. Also so ist nicht, ne? Aber wir müssen ja vorbereitet sein. Naja, Vorbereitung ist besser als Nachbereitung. Schaue ich mal noch, ob irgendwas Wichtiges Neues. Ja, der Friedhof. Und das Krankenhaus. Ja, aber ich sag mal, bevor wir jetzt hier ohne Ende warten, können wir natürlich Krankenhaus und Friedhof bauen, ne? So, ich sag mal, ich klatsche es jetzt einfach mal hier so an den Strand. Dasselbe gilt für den Friedhof. Man sieht jetzt inzwischen, das ist jetzt auch neu. Ich klicke es nochmal an. Also das Krankenhaus macht glücklich und ich denke mal, wirkt der Kriminalität entgegen. Ich glaube nicht, dass es positiv für Kriminalität wirkt, keine Ahnung. Und der Friedhof macht die Leute natürlich ein bisschen unglücklich. Das steht doch irgendwo in der Beschreibung. Ach, wenn man das Spiel startet, da stehen ja unten links immer so diese kleinen Kommentare. Und da steht zum Friedhof, die Nuggets macht es total unglücklich, an so einem Scheiterhaufen vorbeizulaufen. Ja, kommt ja drauf an, ne? Ob man da selber... Ja, lass mal das. So, okay, sehr schön. Dann haben wir hier zwei schöne große Bauplätze ausgegeben. Und unsere Nuggets haben erstmal zu tun. Jetzt ist natürlich die Landwirtschaft schon fertig, ist klar, ne? Ach, Wahlen, stimmt. Okay, wen wollen wir denn? Religiöser Fokus, Forschungsfokus. Ja, Forschungsfokus ist immer gut. Das gibt uns dann einen kleinen Bonus auf Forschung. Forschungsrate plus 30%, Schöpferpunkt minus 15. Ob das jetzt natürlich noch reicht, dass der gewinnt, keine Ahnung. Ja, jedenfalls bei den Wahlen könnt ihr dort immer euren Kandidaten, also den Kandidaten eurer Wahl unterstützen, in der Hoffnung, dass der gewinnt. Jetzt ist natürlich das Problem, ich habe das ein bisschen spät gesehen und ob wir den jetzt noch einholen, na, obwohl, wahrscheinlich schon noch, ne? 17 von 22, 18, ja passt. Der wird also gewinnen. So, dann schaue ich jetzt nur schnell, dass... oh Gott. Ja, dann schaue ich jetzt noch schnell, dass das hier fertig wird und dann kümmere ich mich mal um die Farmen. Ja, seid fleißig und baut schön. Schneller! Also ich finde, das ist schon cool... Das ist ohne Worte. Das ist schon cool gemacht, dass man halt so sieht, wie das halt aufgebaut wird, wie das Gerüst so entsteht. Wie die dann hier so werkeln. Und immer mehr dazu kommt. Easy peasy, ja, sehr schön. Flaschenzug, Forschung abgeschlossen. Ja, hier ist die Farm. Und die ist halt echt wichtig, was die Nahrungsmittelproduktion angeht. Kann natürlich im Laufe des Spiels noch weiter verbessert und aufgerüstet werden und produziert so natürlich mehr Nahrung. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal, dass das soweit fertig ist. Ja, erst einmal, wenn die hier die Rohstoffe haben und das Krankenhaus fertig ist, dann schaue ich mir mal die Sache mit den Farmen dann an. Wo und wie ich die bauen möchte. So, Krankenhaus ist fertig. Wissenschaftlicher Fokus, sehr schön. Oh, wir können feiern. Plus, ja, das ist mir auch so eine Sache. Die Feier würde ich nicht machen, weil die kostet euch 100 Punkte und gibt 5 Zufriedenheit. Also schön auf was auch immer klicken.
Denn, was ihr auch könnt, ich weiß es gar nicht, wo es war. Hier, Freudenschub. Das kostet 10. Betrifft auch alle. Moment, ich muss es noch zaubern quasi. Wirken. So, jetzt sind alle glücklicher. Und wenn ihr es schaut. Okay, steht leider nicht da, wie viel das jetzt ist. Jedenfalls ist es halt 10 Minuten lang sind die halt deutlich glücklicher. Also das ist deutlich billiger, als wenn ihr das mit der Feier macht da. Okay, ja, jetzt sind wir natürlich bei dem Punkt mit den Farmen. Und da denke ich, sieht das hier ganz gut aus. Ich baue davon natürlich immer gleich mehr, ne? Nicht nur eine. Man baut nicht nur eine Farm. Wir wollen ja schließlich Masse haben, ne? So. I see you are finally taking interest in your civilization's need to eat. Guess it's time to take starving to death off the list of anticipated disasters. For now. Ist da dieser Baum im Weg? Ich sehe es nicht. So, das war Farm Nummer 2. Jetzt hoffe ich mal, dass ich da noch 2 hinbekomme. Dann bin ich fürs Erste zufrieden. Oh oh. Nein! Das passt nicht. Nee, dann möchte ich das generell anders haben. Ja, ich bin immer zu pingelig, was die Platzieren der Gebäude angeht. Ja, die Kante hier fällt mir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ah. Ja, tut mir leid. Wobei, absolut perfekt bekommt man es ja sowieso nicht hin. Da bräuchte man so eine Einrastfunktion vielleicht, keine Ahnung. Also es gibt ja irgendwie einen, aber die begreife ich nicht. Da reicht es bei mir nicht aus für. So. Jetzt haben wir ja voll den Höhenunterschied drin. Sieht natürlich, wird dann auch absolut unmöglich aussehen. Ne? Und es ist zu weit vor. Ach, ist jetzt egal. Ist jetzt egal, mein Gott. Okay, dann baue ich jetzt hier noch einen Brunnen hin. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, Brunnen könnte niemals genug haben. Gerade wenn dann echt viele Nuggets rumlaufen, dann brauchen die ständig was zu trinken. Und die Brunnen haben einfach keine Nachfüllrate, die hoch genug ist. Also wie gesagt, deswegen immer genug Brunnen bauen. Es macht auch Sinn, in der Nähe der Farmen schlussendlich auch immer ein Wirtshaus zu haben. Denn wenn die Transportwege kurz sind, ist halt natürlich besser. Und natürlich auch immer noch ein Lager, ist klar. Also ich glaube, Wasser ist ja schön. Lebensmittel haben wir, glaube ich, erstmal genug. Okay, Forschung. So, Wachtürme. Ja, das, die Wachtürme, klar, da könnt ihr Verteidigungsturm bauen. Der Nugget, der dann da drauf ist, ist bewaffnet. Schützt euch vor Angriffen von wilden Tieren und natürlich auch vor gegnerischen Nuggets. Nuggetstärke, sehr gut. Erhöht natürlich wieder die Transportkapazität, sag ich mal. Und wenn sie schneller rennen, können sie auch mehr transportieren, ist klar, ne? Okay, Materialveredelung. Das braucht man für unten irgendwo noch, ne? Genau, Materialveredelung. Okay, dann forsche ich hier erstmal nicht weiter, weil das hier fehlt ja auch noch alles. Für einen Holzofen, jetzt ehrlich. So, jetzt haben wir ja das Krankenhaus fertig gebaut und den Friedhof und die brauchen natürlich noch Personal. Da ist schon ein Kranker, aber es ist halt niemand da, der den heilt. Aber ist ja kein Problem, ich bin ja ein gütiger Gott.
Moment hier. Ach, ich verwechsel es immer. Aber ich stelle trotzdem mal noch einen Obst ein. Das ist ein Einsiedler. Also der mag es einsam. Sie mag es einsam. Ja, dann ist ja Obst perfekt, ne? Friedhof. Ja, eine gläubige Person für den Friedhof, sehr gut. Das wird ja katastrophal aussehen. Geil. Ja, okay. Da werden sie mit leben müssen. Also, ich in dem Falle. Ja, ich denke mal, Essen haben wir mehr als genug. Ja, weil nur weil die Kapazität an Wasser in dem Brunnen 20 ist, heißt das nicht, dass da 20 drin sind. Da ist halt nur einmal Wasser drin. Man kann es sehen, wie sich ganz langsam auffüllt. Gleich sind es zwei. Komm, zwei. Zwei. Und gleich wird sich auch dieser Balken blau auffüllen. Da, jetzt sieht man es. Ja, das dauert halt ewig und deswegen braucht ihr auch genügend Brunnen. Seltsamerweise sorgt das Bäume pflanzen ganz für neue Gläubige. Gut, jedes gewirkte Wunder wirkt, erhöht die Zahl der Gläubigen. Aber Bäume macht halt am meisten Sinn, denn das ist halt auch Baumaterial. Ne? Und außerdem sieht es auch viel besser aus, wenn überall Bäume stehen. Und Optik ist ja wichtig, ne? So, damit sind die ersten beiden Formen fertig. Da können wir es auch schon mal einen zuweisen. Das heißt, das überhaupt Einsiedler. Ja, das... Ach, Einsiedler. Das ist doch kein negativer Punkt, Mensch. Wer hat mal seine Ruhe haben, ist doch in Ordnung. Ja, jetzt wo es gebaut ist, sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Ein Knabberer als Farmer. I would call it a winter wonderland, but we both know it's quite far from it. Nahrungsentdeckung. Ja, das ist jetzt eine Quest. Man kann ja hier die Samen auswählen und da haben wir natürlich erstmal nur eine Frucht. Und die ist auch nicht besonders, also sie ist okay, sie ist okay. Das gibt an, wie lange das dauert, bis sie gewachsen ist. Das gibt den Ertrag an, also wie viel Nahrung produziert wird am Ende. Und das ist der Wasserverbrauch. Was auch noch wichtig ist, das ist für Grasland. Kräuter haben wir gar keine. Also die Farm muss auf Grasland stehen. Und da gibt es natürlich, die hat man glaube ich auf Wald gebaut, ich weiß gar nicht. Ne, auch Grasland. Okay, ist alles Grasland. Müsste alles Grasland? Ja, ist Grasland. Da gibt es dann halt noch Gebirge, Berg, Wüste und Wald. Und je nachdem, ob das jetzt halt passt, ist der Wasserverbrauch der Pflanze. Also wenn das nicht passt, dann hat die Pflanze den doppelten Wasserverbrauch. Und auch das ist ja ein Punkt, den sollte man schon beachten. Ja, jetzt kurz zu der Quest, die wir jetzt hier haben. Wir sollen dann dafür sorgen, dass hier mehr Pflanzen anbaubar sind, sprich Samen besorgen. Also diese Pflanzen mehr oder weniger entdecken. Wäre jetzt ungünstig, wenn wir die Quest jetzt annehmen. Denn, tara, es ist Winter. Und im Winter gibt es nun mal nicht so viele Pflanzen. Also müssen wir damit auch warten. Oh, was haben wir noch für eine Beule freischalten? Ach ja, stimmt, der Wachturm, ja. Ja, ganz wichtig. So, sprich, es heißt es natürlich erstmal darauf zu warten, dass der Winter zu Ende geht. Und dann sind ja hier immer überall, also überall außer jetzt da, wo ich gerade bin, hier diese Pflanzenbüschel. Das ist jetzt zum Beispiel Teufelssalat. Das ist alles nichts zu essen. Das braucht nachher der Arzt, um Medikamente herzustellen. Ja, das kann man quasi abernten und dann die Früchte in die Farm packen. Und damit ist dann die Frucht bekannt und sie kann angebaut werden. Und das ist halt diese Quest hier. Wie gesagt, die möchte ich jetzt noch nicht starten. Ja, also dafür, dass Winter ist, haben wir ganz gut Essen, ne? Ist ordentlich was übrig.
Wenn man es genau nimmt, steht alles voll mit Essen. Das nenne ich Überflussgesellschaft. Ach, ist das hier unser Bürgermeister quasi, ja? Nee, Beruf Totengräber. Ach ja, nee, klar. Ist ja cool. Das ist, glaube ich, auch neu. Oder? Habe ich das schon mal? Ich weiß es ja auch nicht. Pelz auf der Zunge. Bäh. Ein Hauch von Licht. Ja, ich kann die Quest nicht annehmen. Ja, super. Wie soll ich denn das machen? Den halt nicht. Dann haben wir die Quest nicht gemacht. Sauerei. Ja, das ist auch nicht schlimm. Ob man das mit der Quest verschieben kann, wenn man da kein Personal einsetzt? Theoretisch schon, ne? Na, wie kann man denn City war, ja, passt schon. Okay. Also ich denke mal, dass da noch keine Früchte gewachsen sind. Wir sind ja gerade mal im Frühling. Ach, das ist nur Gras. Echt toll, ey. Ja, das muss halt auch erst wachsen. Sobald wir da noch was haben, können wir auf der Farm auch was anbauen. Komischer Fuchs und ein Wolf, naja, genau, Fuchs und Wolf. Ja, Jäger kann man auch bauen, aber... Death can happen so suddenly. However, the death of one does not necessarily mean the end of everything. It was simply their time to go. Don't blame yourself, Creator. Well, unless you were actually responsible, I wasn't paying attention. Das finde ich ja passend. Der erste Tote, der in Altersschwäche gestorben ist, ist unser Totengräber. Ah, ein neuer Nachbar. Oh, jetzt wird's gefährlich. Nein, die stehen keine Vorder. Die sind so schlecht. Aber ich kann gleich mal schauen, ob die aggressiv sind oder nicht. Hier läuft gerade keiner rum von denen. Die haben so viel Angst, die haben sich versteckt. Ja gut, kann man später noch nachschauen. Tina ist an Altersschwäche gestorben. Ruhe in Frieden. Die Nuggets haben einen schrecklichen Geruch im Dorf. Ja. Okay, die Quest schaffen wir jetzt. Ja, jedenfalls müssen wir jetzt die Leiche finden und die Leiche entsprechend entsorgen. Und wo ist dieser tote Nugget? Das ist aber nicht der, der hier drin lag, oder? Nein, Tatsache. Okay, mal schauen. Ja, muss ich den jetzt, habe ich auch nicht in der lesen, muss ich den jetzt hier platzieren, ja? Nein, musste ich nicht dort platzieren. Okay, da steht beseitigen. Ich weiß noch nicht, ob es da überhaupt war. Weil normalerweise wird er immer durch so ein Totenkopf-Symbol markiert. Ach halt, muss ich nicht auch noch diesen komischen Leichengestank da wegmachen? Moment mal. Heilen. Nütze die Schöpferkraft, um Leichen aufzunehmen und diese auf einem Friedhof zu platzieren. Ja, ich habe den ja auf dem Friedhof platziert. K
Kann aber sein, dass noch irgendwo einer rumliegt und ich sehe den halt einfach nur nicht. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Und was ich nicht sehe, kann ich auch nicht aufräumen. Tja. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch ein toter Nugget liegen soll. Ja, ich weiß nicht, manchmal haut das mit den Quests nicht hin oder ich bin halt blind. Wahrscheinlich bin ich blind. Ich hatte ja erwähnt, dass ich schon ein bisschen älter bin. Okay, jetzt muss ich aber erstmal die Sache mit den Früchten in Angriff nehmen und Forschungen machen. Moment. Ne. Wirtshaus-Upgrade, zusätzlicher Arbeitsplatz, sehr schön. Wirtshaus Nahrungskapazität erhöht. Bessere Reservoirs. Brunnen-Upgrade und Brunnenwasserkapazität. Okay, jetzt geht's erstmal ans Früchte sammeln. Ja, nicht essen, ich muss das... Ja, genau, rennt da weg. So, und jetzt haben wir das hier quasi... Ja. Ja, jetzt haben wir noch die saftige Eiche und hier ist jetzt angezeigt. Falsches Biom, also doppelter Wasserbedarf. Muss ich eigentlich immer bis hier runter? Ja, da gilt es halt, möglichst viel zu finden, um so auf die beste Frucht anpflanzen zu können, die halt am meisten Nahrung abgibt, sag ich mal. Ne? Für ein paar Sachen muss man suchen. Also die Eiche, die ich da gleich am Anfang gefunden habe, ist normalerweise ein bisschen schwerer zu finden. Und was meiner Meinung nach ganz schwer zu finden ist, ist Zuckerwatte. Ja, Zuckerwatte wächst halt in Bergen, ne? Wie in echt nun mal. Zuckerwatte wächst in Bergen. Ja, ich sag mal, ich muss jetzt nicht alle Früchte finden. Aber das hat nicht geklappt. Ja, aber 12 ist, glaube ich, schon das Höchste. Ach, und Himbeeren für den Wald. Ja, voll lecker Himbeeren. Ah. Beseitige die Infektion. Okay, Infektion beseitigen. Ja, sehr schön. Ja, das ist jetzt das, genau. Ich habe den Toten hier aufgehoben und hier auf dem Friedhof platziert. Dies wollte aber nicht funktionieren. So, heilen. Fertig. Na okay, jedenfalls haben wir jetzt hier auf jeden Fall Früchte gesammelt. Das heißt, ich wähle das als Samen jetzt aus, damit das angebaut werden kann. Der Teufelssalat, das hatte ich vorhin schon gesagt, der bringt zwar am meisten, aber der ist halt nicht zum Essen da, ne? Das ist für den Medizinmann im Krankenhaus. So, und bisher ist die Mambrofrucht das Beste. Also pflanze ich die auch an. Okay. So, ich würde sagen, die nächsten Früchte, die weiteren Früchte suche ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Die nächste Folge verlinke ich oben rechts. Und die gesamte Playlist ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!